the telegrams started to arrive, with the ever-increasing casualty lists, it became all too apparent that war was not a great adventure. Morning. Es ist 5 Uhr morgens und heute ist in Australien Anzac Day. Die ganze Stadt ist aus, also sind natürlich auch wir aus. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Es sind so viele Menschen unterwegs, also es ist, glaube ich, jeder unterwegs. So what you got is, you've got about, this is about 25,000, probably 30,000 people. Just 20 years later, a new menace had to be faced. Guns of Fort Scratchley, which will now be fired 4 times. Feierlichkeiten sind jetzt, die offiziellen sind jetzt vorbei und jetzt wird es zu einem Public Holiday, weil der Anzac Day ist der Tag, an dem Australien und Neuseeland das erste Mal in den Krieg eingezogen sind, 1915 im Ersten Weltkrieg. Und heute darf man irgendein Wettspiel spielen und Geld drauf wetten und man darf saufen auf der Straße. Die zwei großen australischen Traditionen. Wir haben jetzt, wie spät haben wir? Wir haben 6:30. Und jetzt gehen wir wieder nach Hause. Und die wetten alle auf Kopf oder Zahl. Also, du wettest auf Kopf oder Zahl. Man wirft 3 Münzen. Und wenn 2 Kopf sind, hat Kopf gewonnen. Wenn 2 Zahl sind, hat Zahl gewonnen. Also einfach. Und die wetten Tausende darauf. Das ist crazy.